Die Mainstream-Presse macht sich häufig lustig über Verschwörungstheoretiker und Esoteriker. Dabei gibt es niemanden, der mehr in Esoterik steckt als das Establishment. Hier sehen Sie den Finanzminister von Orange County in Kalifornien. 1995 stellte sich heraus, er hat Milliarden an Steuergeldern verblasen, alles in den Bankrott geführt und auch er konsultierte eine Astrologin. Er bekannte sich schuldig zu 6 schweren Verbrechen, bekam allerdings keine richtige Haftstrafe. Hier sehen Sie eine Uhr über der Tür von Brackenhouse in London. Man sieht die Tierkreiszeichen, die Sonne in der Mitte und das Gesicht von Sir Winston Churchill, Adeliger und Hochgradfreimaurer. Es gibt nicht wirklich diese strikte Trennung zwischen Politik und Adel in Großbritannien. Hier sehen Sie die Lobby des Federal Reserve Gebäudes, die US-Zentralbank in den USA. Auch hier sehen Sie in der Lobby an der Decke das Tierkreiszeichen, den Zodiac. And America's financial destiny guided by the astrological transit of stars and the planetary bodies? Why is the zodiac painted on the very ceiling? Werden hier die Sterne angerufen für die Zentralbank? Und auch die New Yorker Börse an Wall Street ist einem griechischen Tempel nachempfunden. Und wir sehen gleich die Grafik in New York City. Hier ist die New York Stock Exchange, die New Yorker Börse, ein griechischer Tempel. Und oben an der Spitze sieht man die Göttin des Wohlstandes. Of this ancient temple of religion. Imagine the goddess with outstretched hands, but look at the. Nun mögen viele vielleicht denken, die Göttin des Wohlstandes ist den Powerbrokern nicht sonderlich gewogen gewesen in letzter Zeit. Die Vereinigten Staaten gelten ja offiziell als pleite. Nur landete der ganze Wohlstand in den Taschen der Adeligen. On Wall Street. They say that a time of prosperity brings a bull market in stocks. Auch ein sehr, sehr wichtiges Symbol für Reichtum und Wohlstand, der Ochse. Am Eingang zur Stadt Babylon stand eine solche Ochsenstatue. Man fand sie auch in Ägypten. But in Egypt also you will find the sacred bulls and cows. These were on the tomb of Egypt's Nefertiti in Thebes. And then of course we go to Greece. Die Akropolis in Griechenland, ausgerechnet das Land, das jetzt in den Schlagzeilen ständig ist für Armut und Chaos, das antike Griechenland, mit der Akropolis wurde auch begleitet von einem Ochsen. Wir sehen auch den Baustil und die diversen Götter. Hier ist ein Ochse in New York City, geschmückt mit Dollarnoten, ein goldenes Kalb und dieser berühmte Bulle im Finanzzentrum von New York City. Auch diverse alte Kirchen werden geschmückt mit solchen Symboliken, denn die großen Erbauer dieser Kirchen und Kathedralen waren fast alles Hochgradfreimaurer, völlig inkompatibel mit dem christlichen Glauben, auch wenn man das Gegenteil behauptet. Das hier ist Jacques Delors, ehemaliger Vorsitzender der Europäischen Gemeinschaft. Hier besucht er gerade 10 Downing Street. Und auch er ist nur ein Manager, auserkoren von dem adeligen Establishment, um den großen Plan
weiterzubringen, das große Werk voranzubringen. Wer könnte den Rothschild-Clan vergessen? Die Rothschild-Dynastie, Nathan Rothschild und seine Frau, die fünf Rothschild-Brüder, nannte man auch die fünf Pfeile, dementsprechend auch das Familienwappen, N.M. Rothschild und Söhne. Das Foto hier zeigt ihren ursprünglichen Wohnort in Frankfurt. Sehr bescheiden im Vergleich zu den späteren Zeiten. Man sieht in der Geschichtsschreibung sehr, sehr gut, welche Familien, welchen anderen Familien überhaupt erst ermöglicht haben, aufzusteigen. Der berühmte deutsche jüdische Autor Heinrich Heine schrieb: Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist der Prophet. Das hier ist ein berühmtes Gemälde über die Rothschilds. Es stammt aus dem Jahr, ich habe hier irgendwo die Zahl notiert, das Gemälde ist von Moritz Daniel Oppenheim, Baron Edmund de Rothschild, der französische Zweig, auch in den Adel aufgestiegen, ist zu sehen auf der israelischen 500-Shekel-Banknote. Auch die israelische Zentralbank ist unter der Kontrolle der Rothschilds und ihresgleichen. Das Durchschnittseinkommen in Israel liegt knapp über dem von Hongkong, Singapur und Südkorea. Wohlstand, richtigen Wohlstand, gibt es in Israel also auch nur für die Adeligen, ebenfalls wie in anderen Ländern. Sir James D. Rothschild, hier zu sehen auf einem Foto von 1935. Auch er hat einen Adelstitel, Sir, den Ritterschlag bekommen. Das Foto hier zeigt Arnold Schwarzenegger in der Mitte, von seiner Seite aus rechts Warren Buffett und links von Schwarzenegger aus Lord Jacob Rothschild. Die drei stehen auf dem Rasen von Waddesdon Manor, das große Anwesen in Buckinghamshire. Wenige Monate nachdem dieses Foto aufgezeichnet wurde, kündigte Schwarzenegger seine Kampagne an für den Gouverneursposten von Kalifornien. Offiziell heißt es nun, Schwarzenegger hätte eher versagt. Es drohte die Pleite in Kalifornien, es ging viel den Bach runter. Inoffiziell ist alles genauso gelaufen wie beabsichtigt. Es liegt nahe zu vermuten, dass Leute wie Schwarzenegger den Segen des Adels brauchen. Genauso wie John McCain, wer sich erinnert, 2008 die Präsidentschaftskampagnen. John McCain lag knapp vor Ron Paul. McCain flog zu Nathaniel Rothschild auf eine Party in Großbritannien, zu einer Spendensammelveranstaltung, völlig illegal nach amerikanischem Recht. Ein Europäer darf keinen amerikanischen Kandidaten unterstützen. Das hier ist Anderson Cooper, berühmter Moderator bei CNN, verwandt mit den Rothschilds, der elitären Astor-Familie, über die wir gleich auch noch mehr sehen können. Und außerdem kooperierte er mit der CIA. Dies ist das berühmte Waddesdon-Anwesen. Die Form der Hecke, dieses große X im Garten, symbolisiert den Gott Osiris. Consider
Im Brunnen sehen wir Seeschlangen, die Menschen angreifen. Viele weitere Symboliken sind erkennbar. Hier sehen wir den Gott Poseidon mit seinem Dreizack, der androgyne Gott. Er ist weder wirklich männlich noch weiblich. Und wir erkennen auch, wie inkompatibel all das ist mit dem jüdischen Glauben. Diese Adeligen spielen in der Öffentlichkeit den Muslimen, den Juden, den Christen. Privat sieht das Ganze schon sehr viel anders aus. Dann gibt es die Frontmänner. Das hier ist J.P. Morgan, berühmter Wall Street Banker. Er galt in den 1920ern als superreich. Man schätzt ihn auf mehrere hundert Millionen Dollar. Zum damaligen Zeitpunkt war das noch exorbitant viel. Er verstarb jedoch und hinterließ eine eher klägliche Summe von 1 Million Dollar. Er war nichts weiter als der Frontmann, ein Manager für den Rothschild-Clan. Die J.P. Morgan Bibliothek wartet auch mit allerhand Symbolik auf. Wie immer das Tierkreiszeichen, der Zodiac, verschiedene Götter. Der Baustil ist vergangenen Imperien nachempfunden. Die alten Diktaturen, die Gottstaaten aus Ägypten und Babylon.